Schwein, jetzt kommt Fox Play Minecraft. Yay. Gut, das ist eigentlich mit deinem Raum. Ja, voll ey, dann, ey, so, der bleibt so, kommt so ein Bett in die Mitte, so ein Double Size. Dick, so. Dann. Glatt. Double Size. Ja, guck mal, wir müssen jetzt hier mal anfangen, unser drittes und letztes Stockwerk zu bauen. Bist du sicher, Junge? Dass es das letzte ist? Was? Bist du sicher, dass es das letzte ist? So, hier, also hier fehlt noch eine Tür bei Andi. Wie kommst du darauf, dann? Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Ha, ich zwitscher mir ein, ha. Ah, ich zwitscher gleich ein, ey. So, So, jetzt noch hier. Ja, wie wir Andi, ich hab grad dein Zimmer so äußerlich mal fertig gemacht. Das kannst du noch Innenstyler machen. Wie äußerlich? Ja, fehlen noch die Fenster. Geil. Fenster ist halt so nicht schlecht. Danke, Kian. Ich bin dir so unendlich dankbar. Ich werde dir das nie vergessen. Bitte. So. Also, wie war das? Hier kommt irgendwie so ein Treppenaufgang hin. Ja, ich mach grad schon. Vier breite Treppe, zwei breite Treppe. So breit, wie ich es gemacht habe, das müsste vier sein. So. Meinst du mit vier? Dirt auffüllen. Meinst du vier breit? Ich meine so... Junge! Hast du mich gerade geschlagen? Nein, ich bin runtergefallen. Junge. Schon ziemlich low key, ich bin enttäuscht von dir. Ich hätte ihn ruhig kritten können, indem ich runtergefallen bin und ihn währenddessen gehittet hätte, ne? Echt so mal. Boah, nicht schon wieder. Ich glaube, du machst also, mit Absicht. Andi, du musst lernen, die Creeper zu nutzen. Ich sehe sie nie, sie kommen immer von hinten, sie sind voll schwul drauf. Du bist gay, ey. Das ist was gegen Schwule hätte, aber gegen Creeper schon. Ja, gegen schon. Schaff mal Dirt her, bitte. Wer, ich? Ja, ich bringe gleich mit, das hab ich auch vor. Aber ich dachte, währenddessen kann ich auch mal zum Getreidefeld gehen. Weißt du? Ja, weiß ich. Weißt du und kennst du? Und knowst du? Ha, ha. Irgendwie, wir haben so viel Dirt, aber ich habe auch nie ein Dirt mit, das ist so lustig irgendwie. Hallo Dirt, oh, du musst immer ein Stack Dirt dabei haben, oder? Alter, weißt du, so richtig krass, so Standardausrüstung. So ein Dirt für alle Fälle halt. So. Aber vielleicht, hallo, warte mal, wir könnten auch den hinteren Raum nutzen. Gästezimmer? Ja, da, cool. Ah, ja, stimmt. Maybe trotzdem Gästezimmer mit Eindellung. Ja, aber wer ist so dumm? Wer ist so dumm und heißt Däum? Lass es! Oh, Junge, ich hab's extra sicher so gemacht. Da kommt doch Holz hin. Ja, aber noch nicht. Das können wir hinterher immer noch machen. Nein, das ist abgelehnt. Hallo, außer Dirt ist der Baustoff der Zukunft. Nein, das ist abgelehnt. Vielleicht, der ist wieder abgelehnt. Da kommt doch eh Holz hin und den Whirlpool müssen wir dann eh noch ausholen. Ist das hier mein Zimmer? Das, wo gar nichts drin ist und man noch Dirt sieht. Das, was. Yeah, das was Hässliche. Das reicht ziemlich unfertig. Rote Wolle, hat jemand? Ja, 25. Und ansonsten ja, kannst du mal wieder die Viecher scheren. Mit einer Schere. Nee, ich hätte sie jetzt tot gehauen. Achso, Orange brauchst du auch, denke ich. Ja. Und Gelb auch? Nein. Irgendwer wollte Gelb haben, das weiß ich noch jetzt. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin mir auch ganz schön sicher. Habt ihr Gelbe? Ja. Ja, gib auch her, ich überleg's mir nochmal, was besser aussieht. Du wirst jetzt aber keine Schafe gelb. Ich sag, ich überlege mir besser, was besser aussieht. Nicht, dass ich Schafe finde, gelb färbe. Ja, wir irgendwie, ich brauch. Irgendwie, wir haben keinen Kaktus, hab ich gerade. Was hast du eigentlich? Achso, das wird so ein Aufgang. Aua. Genau. Könnte ich mir die Schweine alle abschlachten? Aber nicht alle, bis auf zwei. Nee, nix. Ja, genau, zwei. Okay. So. Nee, ich hab kein Schwert, ich mach das jetzt nicht. Aha. Hey, Däum, what's the plan? Däum muss selber überlegen. Die Inspiration fließt in ihn hinein. Maybe wir bauen aber irgendwie nochmal so einen Treppenaufgang zum Balkon von der Seite hier so, von dem so, weißt du so? Heavy. Also heavy. Guck mal. Hier, nachdem die Inspiration in ihn hineingeflossen ist, hat er 3 Tage Wünsches. Also ich weiß ja nicht, wie man hier irgendwann hochkommt, aber maybe wir bauen hier so eine Treppe nach. Da kommt noch. Ja, da werden wir irgendwie auch noch was. Aber lass erstmal den Cube jetzt oben drauf machen. Ja, mach mal kurz. Während du planst, gehe ich mal kurz zu den Viechern und baue eine Provisoriumstreppe. So. Ist das nicht eigentlich Provisorium? Hä? Ich hab doch gesagt Provisorium. Hä? Oh mein Gott, ich habe ein Tool für die falsche Funktion benutzt. Kian, du wirst sterben. Dolm wird kommen und dich exekutieren. Ja, ich muss mir mal wieder. Du wurdest gewarnt, und zwar mehrmals. You have been warned. Da, 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 da. Abgelehnt. Echt mal. Nehme nicht ab. Ey, ich glaube, wir waren schon seit 10 Folgen oder so nicht mehr im Keller, beziehungsweise richtig in dem Minensystem.
Ja. Ja, kann man so sagen. Muss man. Nee, man macht erst das Schwert kaputt. So. 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 Was ist denn hier los heute? So. So. Wer wollte. Was machst du hier? Du machst irgendwas mit Wolle. Ja, das ist ganz klar. Ich, du Mongo. Ich mach auch was. Du Hef. So. Du hast gelben Boden. Du weißt schon, dass der Zimmer da irgendwie ein bisschen an Urin erinnert. Toll! Rot könnte einen auch an Blut erinnern. Na, ja. Ey, wie kommst du denn darauf, Kilian? Ja, ich habe gerade drei Schafe umgebracht, die haben alle keins gedroppt, jetzt habe ich eins gedroppt, was zwei gedroppt hat. Eins umgebracht, was zwei gedroppt hat. So. Meinst du Schweine oder Schafe? Schweine. Aber die wachsen mega schnell. Ich meine, guck mal, hier sind alle Bäume fast gewachsen, bis auf einer. Kern, du springst irgendwie gerade gedanklich. Gerade redst du noch von Schafen, aber redst du davon, dass Bäume schnell wachsen. Ja, und das ist nebeneinander, wenn du es schon gar vergessen hast. Ja, aber das, die Gedanken. Kann sein, dass Gras nachwächst, während dort ein Baum draufsteht. Also, ich meine, ein Setzling. Was? Moment, wie funktioniert Gras wachsen? Kann sein, dass das auch diagonal wächst. Keine Ahnung. Kann gut sein. Warum? Kann ich. Maybe es wird Nacht. Ja, maybe schlafen. Nee, sofort. Maybe ich muss noch kurz. Hast du jetzt mal endlich einen Plan da oben, dass ich mal was machen kann? Ja, du kannst die ganze Zeit was machen. Obwohl, nein, du kannst bist nicht die ganze Zeit damit so. Ah, und dann mach ich so und so. Ja, ich habe Angst, dass es am Ende scheiße aussieht. Du siehst scheiße aus. Jan, ich habe Wichtel gespielt. Du hast morgen eine Überraschung bei den Bäumen finden. Okay, Andi hat irgendeine Scheiße gemacht. Ich werde jetzt kontrollieren, was Andi für eine Scheiße gemacht hat. Ich kann Andi nicht vertrauen. Halt's Maul, Andi. Andi hat mit seinem Bone hier rumgeschickt. Maybe du machst mal ein paar Schafe weiß oder so. Weiß nicht. Abgelehnt, ich brauche noch Wolle. Hier hast du übrigens Wolle. Oh Mann, wie krass schnell die nachwachsen. Das geht ja mal da, sammel sie ein. In der Mitte. Ja, da, genau. Ja, da. Ja, ist alles genmanipuliert hier. Bäume, Schafe, Schweine leider nicht. Ja, Andy, was hast du mit den Bäumen hier angestellt? Tja. Er hat zwei Bäume wachsen lassen. Junge, warum verschwendest du das Bäummehl? Weil ich noch zwei Knochen übrig hatte. Irgendwo liegt noch Bäummehl. Ja, dann gib mir das Bäummehl, wenn du nicht weißt, was du damit anstellen sollst. Du brauchst kein Bäummehl. Natürlich wollen wir irgendwie. Exakt zwei Bäummehl. Eins mir für den Helge Rüben, hallo, eins für hallo, ruhig. Ruhig. Wollen wir eigentlich als Haupteingang eine Doppelholz- oder eine Doppeleisentür? Doppel-Eisen. Ich würde doch so eine Schiebetür bauen. Aber dann. Ja, dann Schiebetür. Dann reicht dafür 18 Rätsel und ich habe 18 Rätsel. Ich glaube, das reicht nicht. Wir könnten echt mal was mit Rätseln bauen, aber ich glaube, es reicht echt nicht. Wollen wir jetzt mal schlafen gehen? Jo. Ja, bin ich dick dafür. Ich habe auch mein Zimmer ausgeleuchtet. Ui. Aua. Apropos, ich werde da gleich erst meine provisorische Bauer. Du Scheiße, geh aus meinem Bett, du. Ist das deins? Das ist mein. Meins. Oh, ja. Junge. Schildjahr. Ich habe gerade gedacht, wir müssen ja auch noch Slimes dann da haben und so. Und deswegen werde ich jetzt gleich eine provisorische Holzbauarbeitertür in den Haupteingang bauen. So. Dass keine Typen mehr reinkommen. Andi, du musst morgen mal wieder neue Suppen kochen. Bist jetzt mal im Bett, Däumen. Ja. Nein. Ja. Es ist noch Suppe im Haus. Junge, leg dich hin, du Pedo. Junge, auf hier zu gaffen. Ich wollte wissen, ob das Dach noch offen ist. Mongo. Junge. So. Ruhig. Ja, Andi, machen wir bitte ein paar Suppen. Ey, das sind doch noch Suppen. Ich werde mal. Du kannst dich auch selber kaufen. So. Hä, du meintest, ich bin der Koch, ich mach Suppen für euch in die Kiste. Und jetzt machst du gar keine Suppen in die Kiste für uns. Ja, weil ich gerade was anderes zu tun Kiste habe. Für uns. Junge, wenn du Koch bist, dann musst du Suppen machen, egal, ob du gerade Lust hast. Junge, ich geb dir gleich. Junge, wenn du hier mitspielst, musst du den Hang abtragen, egal ob du Lust hast oder nicht. Den Magen abtragen? Egal, ob Hang du hier bist oder nicht. Magen. Hang. Ach, Hang. Lern hören. Ach, was für ein Hang, hä? Für was für ein Hang? Was für ein Hang reden wir? Fang du nicht auch noch mit der Scheiße an, sonst streik ich hier. So, ich hatte gerade vor, mal unsere Haupteingangshalle hierzu auszulegen, weil wir haben ja eigentlich relativ viel Smurfstone noch und ja, deswegen habe ich das gerade ein bisschen beschlossen. Mit Smurfstone Gemüse? Mit kariertem, wie auch immer. Kariert? Brick? Mit Stone Brick, ich wollte gerade protestieren, Junge. Nein, hallo. Er sieht eigentlich auch geil aus, wie so ein Keller. So.
kariertem Stein. Ich gebe euch gleich karierten Stein. Weil ich's kann. So. So. Däum sagt mir, wenn ich irgendwie Wände hochziehen kann. Nicht, dass ich den Plan von dem tollen Architekten kaputt mache. Architekten. Ja. Arbeitet gerade mit unserem komischen Hochgehäuschen-Ding. Boom. Genau, wir brauchen Stone-Blöcke. Glas meine ich natürlich. Was denn? Ja, Glas. So, Kian verbindet jetzt erstmal alle wichtigen Dinge hier. Dass man da nicht mehr über Gras gehen muss. Wo gibt's denn sowas? Irgendwann müssen wir uns dann auf jeden Fall hier auch mal ein ordentliches Konzept ausdenken. Für was? Für, ja, wie wir die Lagerhalle hier aufbauen. Achso, ja. Ja, das machen wir dann. Das machen wir dann, das ist richtig. Ich bin dafür, wir machen das so ähnlich wie Dena und setzen einfach einen Block darüber, weil mit Schildern ist das mal Mongo, da braucht man immer ewig. Das sieht so unprofessionell aus. Nein, mit Schildern, Andi, wir machen das cool. Nein, einfach, wir machen zwei Materialien pro Kiste und dann einfach links. Und dann mal halt. Zwei Blöcke. Nein, wir sind gebackte Blöcke. Lass uns das machen. Oder lass mich das machen. Ich hab voll die Vorstellung. Ach, ich bin hier der menschliche Bagger oder was? Ich darf nichts entscheiden. Nein, aber... Ich fühle mich degradiert. Aber Däum ist der Innenarchitekt. Ich habe also auch das Recht, die Kisten zu setzen. Innenarchitekten sind... Naja. Nee, gar nicht. Er ist gar nicht der Innenarchitekt. Er ist der Außenarchitekt. Aber da man die Kisten so von außen sieht, ist das Teil des Außenarchitekts. Halt die Fresse! Nein, so. Abgelehnt. Kilian, es ist vollbracht. Ach, Junge, das Badezimmer ist sowieso ein dunkles Loch. Das Badezimmer mache ich. Ja, okay. Genau, Andi, das war jetzt mit seinem komischen Kachel. Wir brauchen Lapis Lazuli. Hier furzt was, ich glaube ein Enderman. Ich hab's gerade gehört. Enderman mit Blähung. Was ist da los? Ey, hört's nicht. So, was ist jetzt hier der Plan? Hier ist so ein komisches Gerüst. Link. Ja, guck doch mal, das ist richtig cool. Ich sehe. Jetzt kommt das Highlight hier. Ich zweifle irgendwie an der Coolheit. Das Lowlight. So. Das Highlight, denn jetzt kommt es. Kommt der Gipfel. Wie machen wir das jetzt hier? Ich meine, das sieht ja scheiße aus, wenn man da hier über die Zimmer von dir läuft. Ich meine, wenn man da gerade pennt und dann kommt hier so ein Pedo und man muss den von unten anfangen. Ich meine, ja, wenn das dann auch so Leute sind wie Andi, die auch zu Hause ohne Klamotten rumrennen. Hallo? Was ist da denn los? Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Aber das will ich trotzdem nicht sehen. Ich meine, die Leute könnten ja hier aus dem Whirlpool kommen. Ja, okay, genau. Ist gut, hier haben keine weitere Ausführung. Problem erkannt. Problem nicht gebannt. Habt ihr mal ja, irgendwie, Ding? Wie ging dieser rein nochmal? Problem erkannt und gebannt. Ja, wieso? Nein, echt? Was ist Däums Plan? Ich brauch Holz. Ja, jetzt kommt hier. Ja. Wer hat echt den scheiß Dirt? Was weiß ich. du brauchst Holz? Ja. So, jetzt, okay, jetzt kommt Hammer das Ding. Nein, welches Ding? Ja, jetzt kommt der Klotz hier oben drauf. Was für ein Klotz, Junge? Ich steig immer noch nicht. Ja, achso, irgendwie so ein Cube. Das hab ich schon so ein. Hä? Was ist grad? Ich check's grad voll nicht. Wo sind wir denn? Da ist ein Loch in der Glasdings. Ich war grad voll desorientiert. Ja, das merke ich. Andi, hast du eigentlich. Andi hat schon was gemacht. Was ist los? Andi hat was in seinem Zimmer gemacht. Ich höre einen furzenden Enderman. Ich auch. Ja, located den mal. Gelehnt. Maybe. Maybe Kian, du sammelst mal diese gebackenen Dirtblöcke. Ja, aber sammle jetzt mal die Scheiße, die bei der Workbench mit auf. Ich bin voll mit Spitzhacken und Schaufeln. Tja. Ja, ich hab jetzt, weiß was ich, wie viele Werkzeuge ich schon verbrauche. Werkzeuge? Workable Things, ne? Junge, Enderman, and he tags! Motherfucker! Aber er steckt ja im Türrahmen. Ich hab ein Pumpkin, lass mich es machen. Ich habe ein serious Problem, er steckt in dem Türrahmen, aber ich kann. Der gibt uns so eine coole Perle und da können wir uns porten. So, Moment, erstmal was. Ja, gib mir mal ein Schwert, ich hab einen Kürbis. Hier. Du musst irgendwie aus dem Türrahmen rausgehen, sonst ging's bei mir nicht. Boah, au! Okay, ich hab's auch. Hey, ich hab einen Kürbis! Hey, ich hab einen Kürbis! Ey, hier ist irgendwie alles durchgefallen, Junge. Scheiße. Fuzzi hat sich geportet! Scheiße. Ist der Typ jetzt aggro? Ja, er ist aggro. Das ist schlecht. Junge! Was macht ihr denn? Nimmt er mein Home hin? War's. No, ich muss zurückfinden. Nein, Jungs. Ey, wieso war's hier Homebed destroyed? I don't know.
Ich würde mal sagen, ihr beide macht mal gar nichts und ich finde jetzt schnell den Weg nach Hause, während ihr... Ja, und dann machen wir da draußen einen Time-Raffer. Also wir sehen uns gleich, wenn ich wieder zu Hause bin. Habe erfolgreich mit den Koordinaten wieder nach Hause gefunden. Da wir nicht cheaten wollen, haben wir uns nämlich das einfach so gedacht machen. So, ich frage mich jetzt aber ehrlich gesagt, warum mein Homebed destroyed was. Ja, einfach so Bug und so. Das war einfach nicht okay. Däumen, kannst du mir mal mehr Dirt bringen? Wofür Dirt bringen? Weil ich muss ja in den Stein reingraben. Ja, geh doch, hol dir doch welches. Ja, aber Däumen hat eh nichts zu tun und bist du wieder da bist. Und ich hab dicke Sachen zu tun. Oh Junge, das Vieh. Hast du meine Sachen? Sag mal, läufst du gerade nach Hause? Dann in der Kiste. Ich bin zu Hause. Du bist zu Hause. Die Sonne geht wieder unter. Okay, bevor wir jetzt schlafen gehen, gönnt euch ein Abo und lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.